Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Klagemauer TV, gerne begrüßen wir Sie heute zu unseren Medienkommentaren zum derzeit täglich in den Medien diskutierten, anscheinend revolutionären Abstimmungsergebnis der Schweizer Masseneinwanderungsinitiative. Das Thema beschäftigt auch unsere Zuschauer. Als Gegenstimme zu den sehr einseitigen Berichterstattungen, man könnte fast sagen manipulativ angstschürenden Kommentaren der Mainstream-Medien, hier zwei Sichtweisen von KTV-Zuschauern, die mit der Bitte um Veröffentlichung bei uns eingegangen sind. Der erste Kommentar. Die EU droht der Schweiz mit harten Sanktionen. Weil die Schweiz am vergangenen Wochenende in einer direkt demokratischen Volksabstimmung entschieden hat, das Heft in Einwanderungsfragen künftig wieder selbst in die Hand zu nehmen, reagiert Brüssel brüskiert. Der EU-Kommissionspräsident Barroso kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters heute ernste Konsequenzen an. Obwohl die Schweiz lediglich zur Gesetzeslage, wie sie bis zum Jahr 2003 erfolgreich umgesetzt wurde, zurückkehren wird, hetzen die angeblich demokratieliebenden europäischen Medien nun in beispielsloser Arroganz gegen die Schweiz. Die spinnen die Schweizer, titelt die Rheinische Post, während sie folgende Kommentare veröffentlicht. Bei überschaubaren kommunalen Fragen mögen Volksentscheide gut sein. Komplexe Fragen sind im Parlament einer repräsentativen Demokratie weit besser aufgehoben. Nach der Ansicht der Rheinischen Post sollte das Volk, also oberster Souverän, also in den wirklich gewichtigen Fragen besser bevormundet werden. Geschätzte Schweizerinnen und Schweizer, lassen Sie sich durch das europäische Mediengewitter der vergangenen Tage nicht verunsichern. Die überwältigende Mehrheit der europäischen Bürger beneidet die Schweiz um ihre direkte Demokratie. Wer sich in den Kommentarforen sämtlicher großer Nachrichtenportale umsieht, wird feststellen, dass die positive Resonanz auf den mutigen Schritt der Schweiz deutlich überwiegt. Hier stellvertretend für viele andere positive Stellungnahmen die zwei meistgelobten Leserkommentare zum Artikel. Eine Volksabstimmung zum Thema Zuwanderung wäre in Deutschland und anderen EU-Ländern sicher ähnlich ausgefallen wie in der Schweiz. Immer mehr EU-Bürger können die EU-Politik nicht mehr nachvollziehen. Und hier der zweite Leserkommentar. Ich möchte hiermit anmerken, dass auch ich zu Europa gehöre und nicht verstört bin, sondern vollstes Verständnis habe und die demokratische Entscheidung der wenn auch knappen Mehrheit akzeptiere. Es wäre daher sicherlich korrekt, wenn die Überschrift Ihres Artikels entsprechend abgeändert würde in Schweizer Votum verstört manche Europäer, andere nicht. Mit diesem originellen Wortspiel gebe ich nun weiter an meine Kollegin zum zweiten zugesandten Kommentar. Auch von meiner Seite guten Abend. In der Schweiz haben die Bürger für eine Begrenzung des Zuzugs von Ausländern gestimmt. Das ist eine demokratische Entscheidung. Man fragt die Bürger und diese geben ihre Stimme zu einem Thema ab. Gar nicht demokratisch aber sind die Haltung der EU und die der Medien. Es wird ausschließlich negativ über diese Abstimmung berichtet. Sieht also so die Meinungsfreiheit der EU aus? Obwohl die Politik den Willen des Volkes vertreten sollte, ist nicht immer das, was die Politik will, auch das, was das Volk will. Wenn es jedoch eine Form der Entscheidungsfindung ist, eine Volksbefragung durchzuführen und die Meinung des Volkes zu bestimmten Themen zu hören, dann muss man dies auch akzeptieren. Was wir jetzt sehen, ist eine besondere Negativkampagne gegen die Schweiz, weil diese sich nicht dem Wunsch der EU angeschlossen, man könnte auch sagen, nicht unterworfen hat. Dabei geht es gar nicht darum, ob man für oder gegen eine Zuwanderung ist, sondern einzig darum, die Meinung der Schweizer Bürger zu respektieren. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass in der EU eine direkte Demokratie in Form von Volksentscheiden nicht gewünscht und vorgesehen ist. Sonst müsste sich die EU nach dem Volk richten und nicht andersherum. Die Schweizer Politiker sorgen sich nach der Abstimmung sogleich um das Ansehen ihres Landes im Ausland.
Nur um die Meinung der Schweizer Bürger sorgt sich niemand. Das lässt aufhorchen. Viele Entscheidungen der EU wären niemals so ausgefallen, wie sie in der Vergangenheit getroffen worden sind, wenn man die Bürger dazu befragt hätte. Die EU weiß genau, dass sie eine undemokratische Politik betreibt, die nicht den Wünschen der Menschen entspricht. Sehen Sie sich dazu zum Beispiel die Sendung Lunacek-Bericht vom 9.2.2014 an. Die Aufregung in Brüssel ist deshalb auch nicht wirtschaftlich, sondern ausschließlich politisch begründet. Die EU fürchtet, dass andere europäische Staaten auch auf die Idee kommen könnten, ihre Völker stärker in politische Entscheidungen mit einzubeziehen. Warum ist das so? Nun, die Politik der EU dient ausschließlich den Konzernen. Deshalb sind auch so viele Lobbyisten in und um Brüssel versammelt. Was der Bürger denkt und was er sich von Europa erhofft, interessiert Brüssel überhaupt nicht. Das ist auch der Grund, warum man die Schweizer Bürger in ein negatives Licht stellt. Ein deutscher SPD-Bundestagsabgeordneter twitterte gar: Die spinnen, die Schweizer. Man respektiert und hält die Schweizer nicht für vollwertige Bürger mit einer eigenen Meinung und fürchtet die Mitwirkung des Volkes wie der Gessler den Hut. Es ging bei der Initiative einzig darum, dass ein souveräner Staat selbst darüber bestimmen soll, wie viele Ausländer er aufnehmen und sich dies nicht von einer fremdländischen Macht, beziehungsweise hier Brüssel, vorschreiben lassen will. Als man dem EU-Vertrag über die Zuwanderung zugestimmt hatte, wurde den Schweizern suggeriert, es würden etwa 8000 Menschen pro Jahr aus der EU zuwandern. Aber in Wahrheit waren es dann 10-mal so viel. Und so ganz nebenbei hatte die Schweiz damals auch noch Milliarden als sogenannte Marktausgleichszahlungen an Brüssel überwiesen. Es geht den Schweizern also nicht primär darum zu sagen, wie viele Zuwanderer es sein sollen. Das hängt eben ganz vom jeweiligen Bedarf ab. Es geht darum, dass der Schweizer Souverän selbst darüber bestimmen will, wie viele es sein sollen und nicht irgendwelche extremistischen, fremdländischen EU-Kommissare sollen es bestimmen. Mit Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus hat deshalb diese Initiative absolut nichts zu tun, sondern allein damit, dass die Schweizer nicht länger bereit sind, ihr Schicksal in die Hände irgendwelcher EU-Kommissare zu legen. Die nämlich haben kein Herz für die Schweiz und deren bisherige Gutmütigkeit. Aber auch Naivität der damals verhandelnden Bundesräte wurde von den EU-Köpfen schamlos ausgenutzt. Was die von gewissen Kreisen kontrollierte Mainstream-Presse so echauffiert, hat nichts mit der Sorge um Ausländer zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ein Volk die Frechheit besitzt, das eigentlich jedem Volk der Erde zustehende Recht in Anspruch zu nehmen, souverän zu sein und sein Schicksal selbst zu bestimmen. Wilhelm Tell hatte einst die fremden Vögte aus dem Land gejagt, aber die sitzen nun in Brüssel. Das wird den Eidgenossen endlich mehr und mehr klar. Und darum geht es in Wahrheit: Kampf gegen Fremdbestimmung. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Im Januar letzten Jahres ließ Attali die Katze aus dem Sack. In einer Rede über die Euro-Krise sagte er, die Krise sei nicht nur vorhersehbar gewesen, man habe sie sogar bewusst geplant, um eine starke europäische Haushaltsföderation zu schaffen. Alle diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, bei der Abfassung der ersten Version des Maastrichter Vertrages die Feder zu führen, taten alles, um sicherzustellen, dass ein Austritt unmöglich wäre. Wir haben einen Artikel, der einem Mitgliedstaat den Austritt erlaubt, absichtlich vergessen. Das war nicht sehr demokratisch, doch es war eine große Garantie dafür, die Dinge schwieriger zu machen, damit wir gezwungen wären, weiter voranzuschreiten. Giuliano Amato,
ehemals Vizepräsident des sogenannten Europäischen Konvents, der die europäische Verfassung ausarbeitete, gab in einem Interview einen Einblick darin, auf welchem Gedankengut die EU in ihrer heutigen Form ruht. Die europäische Verfassung, wir erinnern uns, wurde in freien Wahlen sowohl in Frankreich als auch in Holland abgelehnt. Man wollte nun die Zustimmung des Volkes umgehen, also wurde der Vertrag von Lissabon geschaffen, über den nicht mehr die Bevölkerung, sondern nur noch die Parlamente abstimmen durften, außer in Irland. Aber die Iren ließ man so lange abstimmen, bis sie, aus der Sicht der Amatos und Attalis, die richtige Entscheidung trafen. In einem Interview mit La Stampa am 12. Juli 2000 erklärte Amato: Deshalb ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souveränität Stück für Stück zu zerbrechen und dabei plötzliche Übergänge von den nationalen zu Befugnissen des Bundes zu vermeiden. Und warum sollen wir nicht in die Zeit vor Hobbes zurückgehen? Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanität und eine Diversität der Identität, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schön. Wie schön dieses neue Mittelalter sein kann, in dem es keinen souveränen Nationalstaat mehr gibt, der das Gemeinwohl verteidigen könnte, das erleben gerade Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen, deren Lebenserwartung angesichts der Kürzungen im sozialen Bereich auch bald wieder bei der des Mittelalters angelangt sein dürfte. Und erinnern wir uns auch, was der luxemburgische Premier und Finanzminister Jean-Claude Juncker, bisheriger Chef der sogenannten Eurogruppe der Finanzminister, bereits 1999 in einem Spiegel-Interview verriet. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ein weiterer sehr wichtiger Wegbereiter der heutigen EU ist Robert Cooper, inzwischen Top-Berater von Lady Catherine Ashton, der sogenannten Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Einigen Zuschauern wird Coopers Ideologie schon bekannt sein, denn er war hochrangiger Berater für Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair. Für die Politik der präventiven Kriegsführung, die Blair mit Hilfe gefälschter Gefahrenmeldungen 2003 gegen Irak einsetzte und die jetzt gegen Syrien und Iran angewandt wird, hat Cooper eine Vorreiterrolle gespielt. Cooper schreibt in seinem Buch, für das er 2004 mit dem Orwell-Preis geehrt wurde, welche Gestalt und welchen Zweck die EU heute haben soll. Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschung, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten. Nicht das gut organisierte Persische Reich brachte den Fall Roms, sondern die Barbaren. Selbstverständlich ist Cooper von der monetaristischen Zwangsjacke für die Wirtschaft Kontinentaleuropas ganz begeistert. Es fällt auf, dass die monetäre Integration in der EU genau dadurch erreicht wurde, dass die Geldpolitik den Politikern aus den Händen genommen und den Technokraten übergeben wurde. Maßgebliche Autoren der heutigen Europäischen Union zeigen uns also, dass dem Euro ein imperiales und auf das Mittelalter ausgerichtetes Konstrukt zugrunde liegt. Ein Imperium, das sich immer weiter ausdehnt und die rückständigen Nationalstaaten mit raueren Methoden in die Knie zwingt. Das ist das alte Konzept der Geopolitik, aus dem alle Kriege der letzten Jahrhunderte hervorgingen. Man wusste, dass der Euro von Anfang an nicht funktionieren würde, damit man später unter dem Vorwand des Notstands die gewählten Regierungen dazu zwingen könnte, der Machtergreifung der EU-Bürokratie und der Finanzoligarchie zuzustimmen. Der europäische Stabilitätsmechanismus ist daher eine logische Weiterführung dieser Vorstellung. Nichts liegt ferner als die Idee, der ESM sei ein gut gemeinter Versuch, die Finanzkrise zu lösen. Nur wer die Geschichte nicht kennt, kann auf die Propaganda reinfallen, diese EU sei modern, demokratisch, friedlich.
Der sogenannte Vater des Euro und Befürworter einer Weltwährung, Robert Mundell, spricht ganz offen über seine Zielsetzung hinter dem Euro-Projekt. In einem Artikel über dessen Einstellungen schreibt der Guardian vom 26. Juni folgendes: Die Idee, dass der Euro fehlgeschlagen sei, zeugt von gefährlicher Naivität. Der Euro ist genau das, was sein Erzeuger und die 1% Reichen, die ihn unterstützten, vorhersah und beabsichtigte. In einem persönlichen Gespräch mit dem Autor sagte Mundell, der Euro würde seinen Zweck wirklich dann erfüllen, wenn die Krise zuschlägt. Wenn man die Kontrolle der Regierung über die Währung beseitige, würden lästige kleine Volksvertreter keine Möglichkeit mehr haben, Finanzmittel einzusetzen, um ihr Land aus einer Rezession herauszuholen. Mit dem Euro wird die Finanzpolitik aus der Reichweite der Politiker entfernt. Und ohne die Fiskalpolitik können Nationen nur dann ihre Arbeitsplätze erhalten, wenn sie die Marktregulierungen abbauen und dadurch wettbewerbsfähig werden. Mundell meint damit das Arbeitsrecht, Umweltgesetze und natürlich Steuern. All das würde vom Euro beiseite gefegt werden. Und der Demokratie würde man nicht mehr erlauben, dem Markt in die Quere zu kommen. Mundell habe dem Autor erklärt, die durch den Euro ausgeübte monetäre Disziplin erzwinge von den Politikern auch finanzpolitische Disziplin. Wenn dann die Krise zuschlage, bliebe den so wirtschaftlich entwaffneten Nationen nur noch die Möglichkeit, alle staatlichen Regulierungen abzuschaffen, massenhaft staatliche Industrien zu privatisieren, Steuern zu senken und den europäischen Sozialstaat auf den Müllhaufen zu befördern. Diese Politik ist die über 200 Jahre alte Politik des Freihandels, erdacht von dem britischen Ideologen Adam Smith und bis heute in Universitäten gelehrt. Man sollte nie vergessen, dass das britische Empire keine Nation ist, sondern ein globales Kartell privater Finanzinteressen. Freihandel und freie Marktwirtschaft sind deckungsgleich. Die Idee bleibt die Kontrolle der Finanzströme, wie Mundell es ja offen sagt. All European imperialism. Der gesamte europäische Imperialismus, einschließlich des heutigen britischen Imperialismus, beruht nicht auf Landmassen. Er beruht auf einer internationalen Organisation zur Kontrolle des Geldes. Dieses Geld wird also von privaten Interessen kontrolliert, von Individuen, die private Interessengruppen bilden, die die Kontrolle über das Geld errichten, ebenso über seine Erzeugung und seine Verwaltung. Und die Nationalstaaten sind dieser internationalen Kontrolle des Geldes unterworfen. Das britische Imperium, das sich aus diesem Prozess entwickelte, ist nichts anderes. Es ist nicht das Imperium des Volks des Vereinigten Königreichs. Es ist das Imperium eines internationalen Konsortiums, dessen Kontrolle über das Geld genutzt wird, um die Nationen zu beherrschen. Der einzige Fall, in dem das nicht gelang, war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich entstanden die Vereinigten Staaten schon ab dem 17. Jahrhundert. Zunächst durch die Kolonisierung Neuenglands, durch die Plymouth Colony und dann die Massachusetts Bay Colony. Das war der Grundstein, der Kern dessen, was später die Vereinigten Staaten wurden. Diese Leute kamen zuerst auf der Mayflower oder in die Massachusetts Bay Colony. Sie kamen aus den verschiedensten Teilen Europas, nicht nur aus dem englischsprachigen, um das Beste der Zivilisation über den Ozean in diese neuen Territorien zu bringen, um neue Völker zu treffen, um eine Zivilisation zu schaffen, die frei wäre von den kolonialistischen und imperialistischen Übeln Europas. Und das begann in Massachusetts, in dieser Form. Das war der Anfang eines anderen, alternativen Finanzsystems, das man ein Kreditsystem nannte, das Mitte des 17. Jahrhunderts in Massachusetts geschaffen wurde durch ein System von Bezugsscheinen. Das wurde später von Benjamin Franklin als Papiergeldsystem bezeichnet und es ist das Charakteristikum der amerikanischen Verfassung. Die Verfassung der USA lässt kein monetäres System zu, insbesondere nicht das System der Federal Reserve, die von Anfang an ein Akt des Verrats gegen die USA war. Sie zerstörte uns als Kreditsystem und machte uns zu Untertanen eines internationalen monetären Systems anstelle eines Kreditsystems.
Unsere Verfassung schreibt bis heute vor, und das ist wesentlich für uns hier und heute, das zu berücksichtigen. Unsere Verfassung schreibt vor, dass wir kein monetäres System sind und dass wir keinem monetären System unterworfen sind. Wir sind ein Kreditsystem, wie es unsere Verfassung definiert und wie es die Geschichte definiert, die dieser Verfassung zugrunde liegt. Die einzige Autorisierung, Geld in Umlauf zu setzen, in den Vereinigten Staaten oder jeder anderen respektablen Nation, ist ein Akt des Staates. Und nicht, dass der Staat sich an irgendeinen internationalen privaten monetären Komplex wendet, bei dem er sich dann verschuldet. Die Ausgabe dieser Schulden ist entscheidend. Unsere Schulden beruhen auf unserem Willen und sie sind Schulden bei uns selbst oder durch Verträge mit anderen Ländern, Abkommen zwischen Nationen. Und das ist das Prinzip, das wir anwenden müssen, wenn wir jetzt unsere Zivilisation retten wollen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das monetäre System oder das monetaristische System, das auf den internationalen Finanzinteressen beruht, nicht auf Nationalstaaten, internationalen Finanzinteressen, was man auch Freihandel nennt. Was bedeutet Freihandel? Es bedeutet frei von Beaufsichtigung durch Regierungen. Es bedeutet frei von jeder Aufsicht durch Regierungen. Es bedeutet eine Weltregierung privater Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen arbeiten. Und darum ist es immer gegangen. Das war die Frage beim Tod Roosevelts. Am 12. April 1945 arbeiteten die Vereinigten Staaten unter einem Kreditsystem. Bis zum 12. April 1945 war es die amerikanische Politik für die Nachkriegszeit unter Roosevelt, ein weltweites Kreditsystem zu schaffen, kein monetäres System. Die USA wollten mit anderen Nationen durch Verträge ein internationales Kreditsystem schaffen und die Macht, die wir für die militärische Produktion mobilisiert hatten, diese Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um Güter zu produzieren, die dann der Motor zur Befreiung der Völker vom Kolonialismus, zur Befreiung von der Unterdrückung sein sollten und Europa auf der Grundlage eines internationalen Kreditsystems neu zu organisieren. Das war die Absicht, die ausdrückliche Absicht von Franklin Roosevelt bei der berühmten Bretton Woods-Konferenz. Er hatte Keynes zurückgewiesen, angegriffen und abgelehnt. Wir wussten, dass das britische imperiale System von Keynes war und dass die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt befreit werden mussten, ein für allemal, von den monetären Systemen. Und dass die Macht eines Systems souveräner Nationalstaaten existieren musste, um mit den jeweiligen Kreditsystemen eine partnerschaftliche Kooperation zu schaffen. Das war Roosevelts Absicht. Aber am Tag von Roosevelts Tod und sein Nachfolger, Harry S. Truman, ohne Mittelnamen, nur ein S-Mann, Truman übernahm die Macht und kroch vor Churchill. Und seitdem haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Es gab natürlich Patrioten, die manchmal zaghafte Schritte machten und versuchten, den Einfluss der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, trotz des internationalen monetaristischen Systems. Weil dieses System macht die Vereinigten Staaten und andere Nationen zu Opfern internationaler privater Interessen, nicht Regierungen, und der Herrschaft internationaler privater Bankinteressen über die Idee des Geldes, keine Regierungen. Während unter dem amerikanischen System nur ein souveräner Nationalstaat und eine Partnerschaft zwischen solchen souveränen Nationalstaaten eine solche Macht haben sollte.